Weiß nicht. Ich glaube, ich werde mich morgen auf die Suche machen. Ich werde morgen meine Suchanzeige schalten. Ja. Suche nette Familie mit Haus und Garten. Ja. Natürlich nicht für mich. Ich habe meine eigene Familie mit Haus und Garten. Du bist so ein Arschloch. Nein, wirklich. Das ist einfach. Das ist nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich bin einfach nicht dafür geschaffen, weißt du? Das ist für mich nicht mein Hund. Das ist für mich mein Freund. Ja, und er trampelt mir auf der Nase rum und es ist auch für ihn scheiße. Ich bin nicht in der Lage, diesen Hund zu erziehen. Ja, es ist halt schwierig, ne? Also es ist halt auch eine schwere Aufgabe, so ein Hund. Und ich meine, ich kenne Jimmy oder auch die Leute im Stream und auch alle anderen außenrum. Jimmy ist halt an sich wirklich ein schwerer Hund. Also von seiner Persönlichkeit her. Was er Aber er selbst, ist was in nett, Details. Ja, er ja, ist total ja. gutartig, er Ich ist meine, nett. der meint es ja Ja. auch alles nicht böse. Er ist halt einfach nur ein bisschen sehr verspielt. Und das ist das, was es einem wirklich schwer macht, ihn wirklich zu erziehen. Klar gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, die das hinkriegen, ja. So, aber nicht jeder ist dafür geschaffen für einen Hund seiner Art. Es könnte auch ein anderer, also es könnte auch aus seiner Rasse, klar, die sind alle ein bisschen schwierig, die ganzen Weibchen Bulldoggen. sind nicht so. Ja, Aber Bulldoggen er ist. allgemein sind schwierig. Also Ja. ne, aber ja, kommt halt nicht jeder mit klar, auf jeden Fall. Ich möchte aber an der Stelle nochmal anmerken, ja, dass ich den Hund liebe, dass es dem Hund super geht. Der kriegt genug Auslauf, der hat hier feinstes Futter, ja, der hat hier super Spielzeug, was er immer regelmäßig kaputt macht. Ich gebe ihn, wenn ich ihn abgebe, gebe ich ihn nicht deswegen ab, weil ich mich nicht um ihn kümmern kann, sondern einfach, weil ich ihm nicht in der Erziehung gerecht werde. Ja? Aus diesem Grund. Ja, nicht weil das bei mir nicht gut hat. Ja, nicht weil das bei mir nicht gut hat, Nee, das das auf möchte ich keinen nochmal Fall. anmerken an der Stelle. Ja, da werde ich richtig grantig bei sowas. Ey, wenn der es schlecht bei dir hätte, dann würde man es auch an ihm merken. Also so, weißt du, was ich meine? Es ist halt jetzt so die Aufmerksamkeit, die er will, wo er rumpienst und mal rumbellt und so. Das ist die Aufmerksamkeit. Das sind Bulldoggen tatsächlich. Aber so, weißt du, was ich meine? Das ist schwierig. Ja, ist schwierig. Ja, wie gesagt, Aber schlechter das bei dir nicht. Das hat er auch nicht, kann ja. dir. Ich wollte das nur noch mal anmerken, ja, weil die Leute das vielleicht in den falschen Hals bekommen, ja, und hier auch Excel siebte Arschbacke, das ist keine spontane Entscheidung. Ich bin seit ein paar Wochen am Überlegen, ja, weil ich bin seit ein paar Wochen dabei, ich will umziehen, ja. Pascal hat auch gesagt, er hat auch jemanden, er kennt da jemanden mit einer Wohnung im Erdgeschoss mit Garten, und ich wollte erstmal abwarten, ob ich die Wohnung bekomme. Ob es vielleicht dann besser klappt, wenn der Hund halt auch was zum Rennen hat, ja, und nicht einmal am Tag nur mit mir aufs Feld oder so, ja, weil hier in der Stadt kann ich ihn halt nicht laufen lassen. Wir laufen hier morgens und abends unsere Runde hier auf der Wiesenfläche, ja, aber das ist halt auch nicht das Wahre. Es ist halt in der Stadt, wisst ihr? So, ich kann nicht jeden Tag dreimal 40 Kilometer aufs Feld fahren. Das geht halt nicht. Ich mache das einmal am Tag und selbst da kann ich ihn nicht immer rennen lassen, ja. Und das ist halt das Problem. Und deswegen habe ich überlegt, vielleicht wäre es ja auch irgendwie was Gutes mit einem Garten dann zum Rennen. Aber ich kann das halt nicht weiter hinauszögern. Das sind jetzt die wichtigsten Jahre in dem sein Leben, versteht ihr? Sean, du würdest die nehmen, aber ich muss dich dafür erst kennenlernen, weil das, Sean, ich meine das nicht böse, aber das ist mein Baby, weißt du? Ich liebe diesen Hund. Das ist wirklich mein Baby. Ja, und dann will ich dich vorher kennenlernen. Ich will wissen, wo er dann lebt. Ich will wissen, ja, geht es ihm da gut und sowas. Das will ich nicht, weil ich denke, dass du das nicht, dass das bei dir nicht gut hat. Ich denke nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Aber ich möchte vorher wissen, dass es ihm gut geht. Ja, und dass der nicht, und dass der halt nicht, dass du nicht in einem halben Jahr sagst, nee, ich will ihn doch nicht mehr, und dann landet er irgendwo anders. Also, du musst mir auch schriftlich geben, vertraglich, dass, wenn du den Hund abgeben möchtest, dass du ihn dann mir zurückgibst. Das ist mir wichtig. Nicht, dass der rumgereicht wird oder sowas. Das möchte ich nicht. Aber ich suche wirklich ein gutes Zuhause. Ich habe Wolfsblutfutter. Diese kleinen Pellets. Habe ich alles da. Der hat wirklich super Essen. Der hat alles. Ja, aber ich habe halt keinen Garten. Ich hätte damals keinen Hund kaufen sollen. Das war wirklich eine sehr schlechte Entscheidung. Ja, guck mal, ich war mit meiner Ex fast 2 Jahre lang zusammen. Da kauft man nicht so einen Hund. Ja, weil so ein Hund, der wird ja nicht, weiß ich nicht. Ja, der wird ja jetzt nicht nur 3 Jahre alt oder so. So ein Hund wird 15 Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Das war einfach eine scheiß Entscheidung.
Ja, Lady Real Fresh, ich fahre ja auch jeden Tag aufs Feld. Ich kann nicht dreimal am Tag da hin und her fahren. Ja, das ist halt auch schwierig. Ja. Das ist echt ein braver Hund, wirklich. Das ist sehr, ein sehr, sehr braver Hund. Ja. Nein, Janus, um Gottes Willen. Junge, ich habe den Hund da rausgeholt, der hatte überall Wunden an der Nase. Die hat den einfach rumgereicht. Ja, damals zum Bekannten, damals zu den Freunden von den Eltern, dann hat die den bei irgendwelchen jungen Assis abgestellt. Die haben da abends Party gemacht in so einer Bude. Ja, um Gottes Willen, da geht der Hund nicht hin. Der Hund, der wird nicht an jemanden gegeben, wo ich sage, nein. Ja, nein. Dieser Hund kommt in ein gutes Zuhause. Ja, der soll da genauso viel Liebe bekommen, wie er hier bekommen hat. Ja, und halt einfach, Ostsee ist halt super auf dem Dorf. Ja. Und ich gebe den nicht einfach so irgendwo hin, wo ich nicht weiß, dass es ihm gut geht. Ja, nein, nein, ja, nein. Nein, es geht nicht ums Bewegen. Ich kann mich bewegen. Ja, er kriegt ja auch genug Bewegung. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um die Bewegung. Es geht darum, dass ich nicht in der Lage bin, ihn richtig zu erziehen. Ja, darum geht es. Um nichts anderes. Ja, er kriegt seinen Auslauf und alles. Ja, aber ich bin nicht in der Lage, ihn zu erziehen, wie er es braucht, weil ich ihn halt nicht als Hund sehe, sondern als Freund und ich ihm nicht sage, was er machen soll. Versteht ihr? Ihr müsst einfach verstehen, ich bin nicht dafür geschaffen, streng zu sein und zu erziehen. Ich bin nicht dafür geschaffen und daran wird eine Hundeschule auch nichts ändern. So, und das ist einfach, das ist die finalste Aussage, die ich treffen kann. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin dafür gemacht, tierlieb zu sein, ja, ein Tier zu lieben auf einer legalen Art und Weise, wenn ihr wisst, was ich meine, ja. So, ich bin dafür gemacht, liebevoll zu sein. Versteht ihr? Aber ich bin nicht dafür gemacht, einen Hund streng zu erziehen. Das ist nämlich das Ding, ja. Wie gesagt, das ist keine Entscheidung, die ich gerne treffe, aber es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach unfair. Wisst ihr, es ist unfair. Es ist einfach unfair. Wie gesagt, das ist keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe oder die ich jetzt schon endgültig getroffen habe. Das ist eine Sache, die ich seit Wochen im Kopf habe und wo ich einfach der Meinung bin, dass das das Richtige ist. Ja, ich verstehe, dass viele das nicht verstehen können, weil ihr ja seht, dass ich den Hund wirklich sehr liebe und der Hund mich auch sehr liebt. Aber es ist halt wirklich, es wäre egoistisch. Es wäre einfach egoistisch zu sagen, hey, ja, für meinen eigenen Willen und für mein eigenes Wohl jetzt auf Krampf, geh doch auf den Stuhl, du schaffst das doch. Du bist doch schon groß, Junge. Schön am Hals schleppen, kannst doch nicht jetzt auf die Tastatur dich stellen. Junge, nein, mach das nicht. Ah, nein. Hallo. Ja, hi. Du kannst hier nicht liegen auf dem Tisch. Bitte geh runter. Ja? Ja, seht ihr, ich bin einfach nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall, Freunde, bis morgen, 18 Uhr.
Thank you.